Guck mal, ich habe Pistolenmunition. So, das war definitiv die Arschbacke, die ich erwischt habe. Dass ich nicht so gut ziehen kann. Oder nicht so. Ja, nicht so genau irgendwie. Schönklässer, okay. Ja, man sollte sich schon so hinstellen, dass man nichts abbekommt. Jetzt habe ich blöderweise nichts mehr zum Heilen dabei. Wie man denn den schützen? Knapp. Okay, der auf mich feuert, feuert die ganze Zeit in die Hütte rein. Den habe ich so grundsätzlich mal nicht, weil seine Munition nicht meine. Tatsächlich aus dem Großhaus raus. Das ist jetzt dann mal interessant. Wie es in der Bibel steht. Verpiss dich! Viel Spaß mit deiner Bibel. Die wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Dieses Arschloch hat sich verpisst. Scheiße! Wo zum Teufel ist der Hit? Der Typ gehört mir. Und wenn ich die ganze Nacht... Mal behaupten, das stimmt nicht. Da ist ein Paket, was grün flackert. Was geht denn auch noch Stufen darunter? Versuch das mal bei mir, Trainer! Das ist aber auf jeden Fall ein geiler Treffer. Eine Sekunde. Mist. Entschuldigung, ich hab's bei dir probiert und es hat nicht geklappt. Deswegen musstest du jetzt leiden. Nein, tut mir eigentlich nicht leid. Ist mir eigentlich sowas von egal. Kann man auch so ein Ding einparken? Naja, was soll's. Jetzt rein und dann immer dem Symbol nach, dann klappt das schon. Ja. Leider ist das mit der Handbremse hier so eine Sache. Bei Booten, die haben eine andere Fahrmechanik als Autos. Da ist mit der Hand. Handbremse ist da nicht viel außer stehen bleiben, weil der Motor einfach dann auf Null gestellt wird, sobald ich das weiß, dass man also das, da wird dann einfach ja, kein Gas mehr gegeben, ruckartig auf Null. Ja. Das hält das Boot auch irgendwann an, wenn man sagt. Aber definitiv nicht so schnell. Definitiv nicht so schnell, wie ich es eigentlich bräuchte. Ah. So, wenn ich das Ganze jetzt habe, müsste ich mal kurz nur mal aufstehen, weil ich gerade ein bisschen müde werde und meine Muskeln noch ein bisschen weh tun vom Training. Und das muss ich irgendwie rausbekommen. Zumindest ein wenig. Von daher
eine Sekunde. Gerade mal noch mal kurz strecken. Ich meine, schaden kann es ja nicht. Bringt dann auch mal wieder die Pumpe in Sprung, wenn sie dann so absolut auf Ruhemodus geschaltet ist. So, da wären dann Cops. Aber solange ich ja nichts in denen ihren Sichtbereich mache, ist alles gut. Von daher kein Problem. Hier rein, dann fahren dann natürlich auch die Cops gerade. Den kann ich dann nicht einfach an- oder umfahren. Das wäre natürlich ein bisschen, im Hintergrund die Musik schön, tolle Lieder aus der Zeit. Aber YouTube, naja. Muss mich auch noch um jetzt 2 Dota-Claims in 2 Tagen kümmern. Ach Gott, nee. Ich habe einfach eigentlich keine Lust drauf, vor allem weil es mittlerweile viel mehr Ablehnung gibt als vorher. Im zweiten Schritt. Das betrifft nur eine Firma, oder also ein Label, wie auch immer, was da sich gerade nicht die Mühe macht, das zu prüfen auf irgendwelchen Inhalts- oder Zusammenhang, Kontext. Wenn man darauf verzichtet, dann ist das natürlich gerade, das Lied ist drin, fertig aus, ist dann egal, ob das positiv für die Firma ist oder negativ, ob das Lied überhaupt wie bei mir dann eben. Könnte mich mal jemand warnen, dass hier ein verschissenes Überfallkommando kommt. Das war perfekt. Scheiße, was im Ernst jetzt? Ich hab nichts zum Heilen dabei. So. Für das, was du hier getan hast, bezahlen. Du vergisst, dass du einen LKW vor dir hast, mein Freund. Er hat mich hier festgenagelt. Scheiße! Er hat mich hier festgenagelt. Warum auch immer ich den umbringen soll. Moment. Tut mir jetzt leid. Wenn ich dich nicht. War's das jetzt? Danke. Mein Gott, wer hat mich da denn wieder angegriffen? Da kam ja. Das kam ja nicht mal eine Warnung, ne? Normal kam doch dann immer die Warnung von wegen Überfallkommando oder so. Irgendwie sowas in die Richtung kam doch dann. Wirklich strange. Was haben wir hier überhaupt? Schrottplatz? Oder ist das dieses. Das könnte. Genau, das ist diese Müll. Nicht Schrott, Müll. Okay. Was sagt mir. Geschäft mit Maximalprofit. Okay, Cassandra hat jetzt Maximalprofit. Trotzdem. Geht's jetzt nochmal zu Cassandra. So, wie wär's mal mit. Dem üblichen Lieferpaket. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir.
Dann können die auch gleich meinen. Kann sie auch gleich meinen. Sag mal, wollt ihr mich umbringen oder was auch immer? Hast du mein Kickback eingesammelt? Sieht fast so aus. 91.000. Das war Munition. Das sind Spezialwaffen. Hartmann, die wäre cool. Das ist die 7,62 mm. Hartmann 7. 62 mm. So rum. Verfügbar ist gefallen von Vito. Gewehr. Gewehrstabilität. Wunderbar. Nee, Moment. Schwerfinden brauche ich ja nicht. Pistolen. Haben wir da ein Update? Rückstoß von Pistolen. Okay. Nein, das war wieder eins zu viel. Automatische. Automatische. Stabilität. Merkwürdig ist das Ganze ein bisschen schräg. Munition voll? Stimmt doch gar nicht. Ach so. Nee, so, so, jetzt ist die Munition voll, alles klar. Ah, und mein Auto bleibt noch übrig. Gut, dann rede ich mit Cassandra. Mal sehen, was sie mir zu sagen hat. Jetzt ist natürlich, jetzt ist die Karte ein bisschen abgefuckt. Und passt nicht. Okay, die Karte spinnt allgemein. Gut. Dann spinnt die Karte allgemein. Muss ich mich auf die Schilder auf der Straße verlassen? Aber das kann man ja auch machen. Dann ignoriere ich jetzt mal die Minimap, weil die gerade spinnt. Gut, soll vorkommen, dass das manchmal nicht hinhaut, weil man irgendwie... Ja, das Überfallkommando wurde ja auch nicht angezeigt, also... Und selbst wenn es das Rachekommando war von denen, die eigentlich das Gras anbauen... Das sieht ja gerade aus. Ah, die Karte stimmt wieder. Okay, irgendwo... Ach, beim... Gebietswechsel... Hat sich das anscheinend wieder gerichtet. Okay, das... Naja. Ups. Und nochmal ausweichen. Das hat funktioniert. Das war ein Fuchs, den ich da gerade wohl überfahren habe, aber... Hm. Mal das Zeug runterwerfen muss. Die sollen das mal nicht sofort stellen hier. Hallo, Cassandra. Da bin ich wieder. Schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Einer der besten Kunden der Dixies ist unser eigenes Polizeirevier. Die haben da einen schweren Polizeitruck unter Verschluss. Voll beladen mit Militärwaffen. Genau die Art Waffen, die diese Schweine gegen uns einsetzen. Geh hin und tu das Naheliegende. Klingt gut, ist schon das Ziel angegeben, dann fahre ich da mal schnell hin. Mal sehen, wie es wird. Die Frage ist, mein Wagen könnte schon wieder... Da steht er. Da steht er. Nagelneu. Naja, gut, vielleicht nicht nagelneu, aber... Alt ist er auch nicht. So. Jetzt ein Crash, das könnte mich ein bisschen was an Leben kosten. So wie immer. Bei maximaler Geschwindigkeit würde ich an 1,5 Balken denken. Vielleicht sogar 2 bei so einem schnellen Wagen. Kommt natürlich darauf an, was man fährt.
entgegenkommen. Das Auto hat eine Wand und Laternenpfosten. Das sind natürlich alles immer verschiedene Dinge vom Widerstand her. Muss ich jetzt eigentlich aus dem Police Department unten aus dem aus der Tiefgarage was klauen? Keine Ahnung, ob der Weg jetzt richtig war, aber fast so aus. Und da wären wir. Oh ja, es ist, ja, es ist das Department. Oder auch nicht, wo bin ich? Police Station. Oder so. Sheriff's. Oder schon wieder. Sheriff's Office. Ja, Police Department. Auch gut. Ein schwer beladenen Truck. Wie komme ich da denn am besten? Aber das ist ein anderes Department als vorne. Ja, als am Wasser das. Anstatt vom alten Marcano, weil wir sie für einen Spottpreis hält. Und bevor du frech wirst, solltest du vielleicht darüber nachdenken, was mit Menschen passiert ist. Die gottverdammten Möwen haben ihn die Augen. Ja, das mit dem Riesenrad war dann wohl ich, ne? Ah, da ist der. Da muss der Truck sein. Auf der Suche, okay. Mord direkt vor der Polizei. Wunderbar. Na komm, ich habe genug Zeit. Gut, das war ein schöner Treffer. Das ist wohl nicht der schwere Polizeiwagen, von dem sie geredet haben. Das ist der schwere Polizeiwagen, von dem die geredet haben. Dann würde ich mich einfach mal... Da ist ja noch ein Kasten zum Abhören. Wieso habe ich den nicht? Weil da hinterm Police Department ist... Was mit dem? Ja, wir sind auf der Suche, also. Ich hab Ärger, schickt ein paar Jungs. Scope 39, Polizist mit tödlicher Waffe bedroht. Mit tödlicher Waffe? Mit was soll ich dich denn sonst bedrohen? Officer im Einsatz verletzt. Hier ist er nicht. Suchen wir woanders. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Ich hätte besser schießen sollen. Achso, ich bin ja in einem ganz anderen Viertel unterwegs. Okay. Glück gehabt, dass ich den so gekriegt habe. Dann würde ich vielleicht einfach mal das Department aufbrechen und mich da drin verstecken. Polizei sollte da ja keine drin sein, zumindest nach der Anzeige. Und jetzt nehmen wir jetzt ein MG. Wow, das ist die Werkstatt, verdammt. Okay. Okay, das war die Werkstatt. So grundsätzlich kommt da ein Cop. Okay, das hat nicht hingehauen. Alles klar. Da hinten ist ja noch einer. Oh mein Junge. Kann der auch noch hier lang kommen? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, ich wiederhole. Verfolgung beenden. Nicht mehr auf der Suche. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ah. Dang it, ist das euer Ernst? Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Das ist wirklich euer Ernst. Ich darf nicht im Department gesehen werden.